Ja, willkommen hier in der zweiten Metze Power League zwischen dem Duell Erster, dem FC Paris gegen Chicago Fire, die auf der 8 stehen. Ja, Paris ist dabei dominant in dieser Liga. Noch keinen Gegentreffer kassiert. Und die testen gleich mal den Goli. Hasler verschwindet gleich einmal. Weiter. Konoplenka. Alter. Stemmers Haxl. Alter, was war das, Nikolic? Schussversuch. Das war nicht einmal ein Schuss, Alter. Ach, genauso wie wenn ich wieder diesen Pass fahre. Alter, Hammer! Schön. Falsche Richtung! Ah, das war nicht so schön. Chicago Fire ist nicht letzter Platz? Nein. Oh! Wer ist das? Pogon Stettin. Vorletzter Exeter City. Oh! Bogenstädtin wird mir auch wehtun vom Absteigen her, von den Spielern her. Zumindest die ich geholt habe. Ja, Paris gibt eindeutig den Ton an. Der braucht viel zu lang. Nimm ihn gescheit an, Haberer, Alter. Oh. Ja, viel über Onisovo. Und Mamelone. Oh. Ja, aber dranbleiben. Alter. Du nimmst mir den Ball ab, Alter, und kriegst das Foul auch noch? Aha. Was soll das für eine Scheiße, Alter? Dass du das Haxl stellst? Das war eine gute Anlage gewesen.
Wie soll ich dir das Haxel stellen, wenn ich den Ball gehabt habe? Ja, wie ich ihn übernommen habe. Oh. Oh, schon wieder. Sieg steig am drauf ins Gesicht, kann ich das nicht so machen. Man hat sich das auch nicht nur zu verfahrt, wenn du kommst. Aggressiv, ha? Bissl. Goalie hält Chicago im Spiel. Wird auch die Frage sein, wer wird müde? Wird einer müde? Was, Nikolic ist Ungar? Okay. Ach, wurscht, haben wir eine Wechsel wird es geben, Pitroipa. Ja, zu solchen Spielen werden auch einige Scouts kommen, die sich natürlich die zweite Liga anschauen werden, ob man da vielleicht einen in die Bundesliga, also in die erste Metze Power League, holt. Ich glaube, da gibt es sicher Kandidaten, die in der zweiten Liga gut aufzeigen, unter anderem dieser Mann, der gerade kurz am Ball war bei Chicago Fire. Ja, war Edwards. Jetzt am Ball. Ja. Ja, auch. Und aber jetzt! Ach, Osuwoni natürlich. Ja, ich glaube, da stehen die Chancen gut, dass sie sowieso aufsteigen. Ja. Wenn sie so weitermachen. Ist noch nichts gegessen, aber... Ah, war abgefälscht. Aber können sich zumindest auf den dritten Platz jetzt, wenn sie hier gewinnen, 2 Punkte absetzen schon. Mit Chicago habe ich nicht so das Feeling irgendwie, das Gute. Alter. Ja. Hätte nicht wollen. Euer Edwards rennt gleich weiter, Haberer. Bock. Okay. Gleich direkt übernommen. Oh! Ja, Edwards, da hindert nur mal die Stange am ersten Gegentreffer von Paris. Oh, schön. Ah, schön verschossen. Schade.
Da habe ich jetzt einfach nur drauf gehalten. Nicht mit Gefühl. War ich auch ein bisschen überrascht, dass er so weit kommt. Ich dachte, er kommt am ersten. Oh, der läuft, der verliert den Ball echt. Ah, zu stark. Alter, direkt Schade. Spiel's seelenruhig raus. Oh! Alter. Oh. Ja, aber sie halten sich trotzdem gut, muss man sagen. Chicago Fire, es ist also kein überragender Sieg von Paris, die natürlich dominante Mannschaft sind, aber in der Defensive steht Chicago Fire ziemlich gut. Und vielleicht hilft er noch ein Lucky Punch, so wie Edwards fast gehabt hätte. Da steht keiner. Ah, oh, machst du Spaß. Nein, der springt mir wieder zu weit. Jawohl. Paris erkämpft sich doch einen harten 1-0 Erfolg gegen Chicago Fire. So, jetzt die Nicht-Highlights. Ja, genau. Ist ja schon üblich, also scheiß drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao. Ciao.